jetzt bei RFH aktuell am Mittwoch. Das sind unsere Themen heute. Hoch hinaus und das unbemannt. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt stellt das neue Drohnenerprobungszentrum in Kochstedt vor. Daumen hoch für lokale Projekte. Stadtwerke und Facebook-Fans tun gemeinsam Gutes. Die Halberstädter Würstelwiesen wird verschoben. Die wichtigsten Infos zu den gekauften Tickets. RFH. Informativ, aktuell, näher dran. Hoch hinaus und das unbemannt. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt stellt das neue Drohnenerprobungszentrum in Kochstedt vor. Der alte Flughafen Kochstedt, der Traum eines regionalen Flughafens. So richtig wollte es aber nicht funktionieren. Nachdem verschiedene Investoren, wie beispielsweise Ryanair, den Flughafen nutzten, kam dieser dann 2016 in die Insolvenz. Doch mit diesem Trauerspiel soll nun Schluss sein. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hatte den Flughafen Mitte 2019 erworben. Somit wurde, der Forschung zuliebe, der Traum des Regionalflughafens aufgegeben. Denn in Kochstedt sollen zukünftig unbemannte Luftfahrtsysteme, besser bekannt unter dem Namen Drohne, für den Einsatz getestet werden. Ja, Kochstedt ist wieder belebt. Wie groß ist denn die Erleichterung? Die Freude ist groß, denn wir haben dieses Projekt in den letzten 3 Jahren zunächst sehr diskret, dann, als es erforderlich wurde, auch öffentlich, auch politisch nach außen vertreten. Es war ein Projekt, das sich auch der Minister selbst zu eigen gemacht hat, weil dieser erste Kontakt zu DLR tatsächlich auch sehr viel mit meiner eigenen beruflichen Herkunft zu tun hat. Und deshalb, ich bin sehr, sehr froh darüber, dass das gelungen ist, im politischen Raum davon zu überzeugen, dass wir diese Regionalflughafen-Idee aufgeben. Man schaue sich in der Bundesrepublik um, Regionalflughäfen sind selten richtig rentabel und hier oben hat es einfach über viele, viele Jahre nicht geklappt. Dann musste man einfach mal sich von einem Gedanken verabschieden. Man musste übrigens auch akzeptieren, dass an dieser Stelle mancher Euro investiert wurde, der sich dann nicht rentiert hat. Und daraus nun aber einen Forschungsflughafen zu machen, das ist keine Selbstverständlichkeit. Sachsen-Anhalt konnte sich mit diesem Angebot, mit Kochstedt, gegen 20 andere Regionaleinrichtungen ähnlicher Art in der ganzen Bundesrepublik durchsetzen, weil DLR hier eben optimale Arbeitsbedingungen, auch eine ordentliche Begleitung durch die Politik vorgefunden hat. Und deshalb ist das heute ein glücklicher Tag für das Land Sachsen-Anhalt und auch für den Minister. In einer groß angelegten Pressekonferenz erklären die Beteiligten, was nun genau auf dem Gelände des ehemaligen Regionalflughafens geschehen wird. Die Vision, Zukunftstechnologie am Standort Kochstedt zu erforschen, steht dabei natürlich im Mittelpunkt. Mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt sollte diese Vision nicht nur in den Sternen stehen, sondern in greifbarer Nähe sein. Ja, Kochstedt ist wieder belebt. Was genau findet denn hier statt? Was müssen sich die Leute unter einem Drohnenflughafen denn vorstellen? Genau, also was findet statt? Ich beantworte das mal in 2 Stufen. Das erste ist, Drohnenflughafen ist jetzt noch kein Flughafen, wo Leute in Drohnen einsteigen, um in den Urlaub zu fliegen, ne? Sondern es ist eben ein Erprobungszentrum. Und an diesem Erprobungszentrum werden wir uns vornehmlich mit den Themen Prozesse, Zertifizierung, Erprobung von Technologien beschäftigen. Als Basisvoraussetzung dafür, dass eben das Thema Drohnen und die entsprechenden Technologien für die breite Masse nutzbar werden. Also wir sind, was das angeht, so ein bisschen eher so ein Beschleuniger. Die zweite Sache ist, wenn Sie sagen Flughafenbetrieb, was kann ich mir hier unter einem Drohnenflughafen vorstellen? Schwingt implizit noch ein zweites Thema mit, nämlich wir betreten Neuland, indem wir den ersten Verkehrsflughafen in Deutschland betreiben, an dem gleichzeitig ein Drohnenbetrieb stattfinden wird. Insofern ist das Thema Drohnenflughafen gar nicht so weit weg, wie man das als Erprobungszentrum jetzt beantworten würde. Drohnen kennt jeder und es ist völlig unproblematisch, eine Drohne zu fliegen, die unter einem Kilo wiegt. Aber Ihre Drohnen sind ja wesentlich schwerer und vor allem teurer. Die Drohnen sollen ja Krankenhäuser unterstützen, zum Beispiel indem sie Medikamente liefern oder andere wichtige Sachen. Wann geht es denn hier richtig los und wie weit ist diese Technologie schon ausgereift? Muss man, glaube ich, differenzieren. Also wenn man sich den Markt anguckt, beispielsweise von dem Teil, was wir jetzt hier stehen haben, der ist schon unglaublich weit im Sinne der Anwendungsforschung und der Steuerung. Die Themen, die auch
die Vehikel, die jetzt schon also flugsicher sind, ein bisschen noch vor einsetzbare Herausforderungen stellen, ist, ich kann gar nicht so viele Piloten ausbilden, wie ich hinterher UAS im Luftraum bewegen muss. Das heißt, das Thema Autonomie wird ein sehr großes Thema werden. Und da sind alle von Regulierungsbehörden über die Hersteller bis hin zur Forschung im gleichen Boot, weil keiner weiß bis jetzt so richtig, wie man da hinkommt. Und das ist eine große Hürde, die es zu nehmen gilt. Und das ist auch mit die Rolle des Erprobungszentrums, also weil die Autonomie irgendwo erprobt werden muss, um sie hinterher zuzulassen. Und da kommen wir jetzt genau ins Spiel und liefern das bei. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, das Gleiche könnte man noch in andere Flugsteuerungsmechanismen, Antriebe etc. stecken. Dementsprechend ist die Technologie für bestimmte Einsatzzwecke anwendungsreif, aber immer, also unbemannt im Sinne von kein Pilot an Bord, aber meistens noch ein Pilot auf dem Boden. Jetzt ist es ja so, dass sich die Region freuen kann. Hier werden ganz viele große, namhafte Unternehmen auch ihre Drohnen testen. Sie arbeiten auch mit der NASA zusammen, mit der ESA und ganz, ganz vielen anderen Instituten. Warum hat man sich denn eigentlich für Kochstedt entschieden? Eigentlich zwei Sachen. Also das erste ist, Kochstedt ist von der Infrastruktur ein Ort. Also wir haben ungefähr 20, 25 Flughäfen in Deutschland bewertet, im Sinne von, wo kann man so ein Erprobungszentrum aufbauen und unter welchen Voraussetzungen ist das möglich. Und Kochstedt hat sich da, also mit Abstand, muss man sagen, als bester Standort rauskristallisiert, insbesondere in Bezug auf die bestehende Infrastruktur, die wir vorgefunden haben. Und das Zweite ist eben, das Thema Erprobung hat in einem zu beherrschenden Umfang auch immer was mit Risiken zu tun. Und die neue EASA-Regulierung schreibt beispielsweise vor, für Sachen in der Specific-Kategorie eine Mission zuzulassen, die auf einer Risikobewertung basiert. Und die Missionszulassung an sich wird deutlich einfacher in dem Moment, wo ich mich in einem dünn besiedelten Gebiet befinde. Und das ist quasi auch mit ein Hauptaugenmerk von Kochstedt, ist die, also ohne das jetzt respektierlich zu meinen, abgeschiedene Lage. Genau. Es sind schon die ersten Drohnen geflogen, aber wann wird es denn richtig losgehen? Wann wird der offizielle Flugbetrieb aufgenommen? Also es ist ein gradueller Prozess, das muss man so sehen, weil was gleichzeitig wachsen muss, ist die Technologie selbst und die Infrastruktur, die wir zur Verfügung stellen. Also das heißt, die ersten Tests mit Drohnen in der Größe und in einer Größe, die jetzt auf der anderen Seite der Halle steht, die finden statt. Das ist jetzt im Moment noch alles DLR-intern. Bevor Corona war die Planung, dass so ab September, Oktober die ersten externen Kunden auch hergekommen wären. Systemgrößen ganz unterschiedlich. Ne? Also das ist wirklich europäisch, also europaweit von Leuten, mit denen wir im Moment in Kontakt sind. Und das muss man jetzt nach Corona etc. glaube ich einfach mal abwarten, wie schnell das gehen wird. Aber ich gehe davon aus, dass wir den ersten Schuss an Infrastrukturaufbau ungefähr Anfang, Mitte nächsten Jahres fertig haben werden und in dem gleichen Zeitraum dann auch der Testbetrieb hier tatsächlich signifikant an Fahrt aufnehmen wird. Mit diesem Vorhaben werden auch Arbeitsplätze geschaffen und gerade für Unternehmen und Hersteller, die sich auf den Umgang oder die Herstellung von Drohnen spezialisiert haben, wird der Standort Kochstedt interessant. Sollten sich Betriebe für unbemannte Luftfahrtsysteme in Kochstedt ansiedeln, werden somit auch weitere Arbeitsplätze geschaffen. Das ist der übliche Effekt und deshalb muss man so sehr dahinterher sein. Und ich bin froh, dass das Kabinett meinem Vorschlag gefolgt ist, dass auch im Parlament ein breiter Konsens erzeugt wurde über dieses Thema. Wenn Sie so eine Ansiedlung haben, dann können Sie darauf wetten, dass sich hier drumherum Industrie ansiedeln wird. Solche, die dafür herstellt, aber auch solche, die von den Forschungs- und Entwicklungsprozessen profitiert. Möchte ich Ihnen fast garantieren, dass wir in 5 bis 10 Jahren hier drumherum etliches an weiteren Unternehmen haben, damit wieder attraktive Arbeitsplätze. Also die Chancen, die vom heutigen Tag ausgehen, sind wirklich großartig. Es wurde heute in Aussicht gestellt, im nächsten Jahr so bei etwa 35 zu sein. Und es würde mich freuen, wenn es weiterhin so wäre, dass ein Drittel dieser Mitarbeiter, das hörte man heute so ein bisschen, Heimkehrer sind. Menschen, die sich entscheiden, weil es wieder eine Perspektive im Salzlandkreis gibt, weil es attraktive, hochqualifizierte Arbeitsplätze gibt, hierhin zurückzukehren. DLR baut darauf. DLR baut auch darauf, dass die guten Anbindungen an die Wissenschaftseinrichtungen hier in der Region, an die Universität Magdeburg, an die Hochschulen, sowohl die Hochschule Anhalt als auch die Hochschule Harz und die Hochschule Magdeburg sind in Sichtweite, möchte man fast sagen. Da sind Fachkräfte vorhanden und den eigenen Bedarf kann man decken. Also die Vision lautet, das wird hier ein Großprojekt Forschung und Entwicklung einer sehr neuen Technologie
Und damit versuchen wir, unsere Vision von Sachsen-Anhalt als Land der Zukunftstechnologien ein Stückchen weiter nach vorne zu treiben. Unterstützt wird das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt dabei vom Bund und vom Land. Diese haben den Kauf des Geländes und werden in weiterer Folge auch weitere Förderungen finanzieren. Dabei übernimmt der Bund 90% der Kosten und das Land 10%. Also, da gibt es eine Grundregel. Wenn so ein Institut, so eine Großforschungseinrichtung wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hier hinkommt, dann ist normalerweise die Verteilung so, dass Bund und Land die Kosten im Verhältnis 9:1 sich teilen. Das betrifft den Betrieb, das betrifft Investitionen. Aber die zweite Grundregel lautet, das Land, in dem sich so eine Ansiedlung ergibt, muss die Liegenschaft zur Verfügung stellen, und zwar kostenlos. Da gab es nun eine Besonderheit. DLR war seinerseits bereit, die Liegenschaft zu erwerben, also zu kaufen. Und wir haben umgekehrt uns bereit erklärt, über einen Zeitraum von 10 Jahren diesen Kaufpreis zu refinanzieren. Das ist eine angemessene Belastung für den Landeshaushalt auf der anderen Seite. Und wir sind damit getreu den Regelungen für solche Einrichtungen geblieben. Also Sachsen-Anhalt ermöglicht DLR hier einen Betrieb. Und die Kosten für diesen Erwerb, die haben wir im Grunde getragen. Naja, das ist ehrlich gesagt Überzeugungsarbeit, die Sie leisten müssen. Sie müssen halt irgendwann mal sagen, was ist denn eigentlich realistisch? Und wenn man sich anschaut, wie wenig eigentlich nach den Insolvenzen, nach 2010 dann hier passiert ist, wie viele Erwartungen, Hoffnungen da war, die dann immer wieder betrogen wurde, da muss man einfach sagen, so eine Illusion muss man dann mutig aufgeben und irgendwann an sich entscheiden und sagen, wir wollen mal ganz neu denken. Man muss ehrlicherweise auch sagen, hier oben sind auch andere Konzepte überlegt worden. Es war nicht selbstverständlich, dass DLR kommt und dass wir mit DLR so einen guten Deal abschließen. Man hätte das hier oben auch aufgeben können als Flughafen. Aber es war mir wichtig, dass, und das hat in der Zusammenarbeit mit dem Verkehrsministerium hervorragend geklappt, dass die Flughafenlizenz auch in dieser Insolvenzphase aufrechterhalten blieb, damit man dieses Projekt, das DLR heute hier vorgestellt hat, auch tatsächlich realisieren kann. Und deshalb, es bleibt ein Flughafen, aber es wird ein Forschungsflughafen, eben ein nationales Erprobungszentrum. Und darauf kann Sachsen-Anhalt stolz sein. Es werden bereits jetzt Drohnentests durchgeführt. Und trotz Corona liegt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt gut im Zeitplan. Denn eröffnen soll das Drohnenerprobungszentrum offiziell am 1. Mai 2021. Daumen hoch für lokale Projekte. Stadtwerke und Facebook-Fans tun gemeinsam Gutes. Die Stadtwerke Wernigerode sind jetzt mit einer eigenen Facebook-Seite online. Für den Start von www.facebook.com/Stadtwerke Wernigerode haben Sie sich etwas Besonderes einfallen lassen, um lokale Vereine zu unterstützen. Ein Like verwandelt sich in 1 Euro Spende. Die Stadtwerke feiern in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag und somit 30 Jahre Daseinsvorsorge für die Region. Mit der einmaligen Aktion zeigt der Energieversorger, wie er gemeinsam mit den Menschen vor Ort an einem Strang zieht. Nicht zuletzt die Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig es ist, zusammenzuhalten. Für jeden Fan der neuen Facebook-Seite, den die Stadtwerke bis zum 30. August gewinnen, geht 1 Euro an ein gemeinnütziges Projekt. Insgesamt bis zu 3.000 Euro. Die Mitarbeiter des Energieversorgers engagieren sich in vielen Vereinen der Region. 6 Projekte, die ihnen besonders am Herzen liegen, haben jetzt die Chance auf eine finanzielle Unterstützung. Der Förderverein der Wirtschaftsjunioren Harzkreis möchte für die Schüler des Stadtfeldgymnasiums Lego-Roboter-Sets anschaffen. Für den TSV 1893 Langeln wäre es wichtig, dass alle Mitglieder ein einheitliches Langener T-Shirt erhalten. Der Harzer Schwimmverein 2002 benötigt neue Übungsgeräte für die zertifizierten Seepferdchen-Medaillenkurse. Aus dem Uetschenteich in Darlingerode wurden Holzfunde geborgen, die der Förderverein zur Pflege der Heimatgeschichte und des Brauchtums Darlingerode gern untersuchen und aufarbeiten lassen möchte. Die kleinen Mountain Tigers würden sich über passende, moderne T-Shirts freuen, um wie die großen bei den Landesausscheiden zu glänzen. Und
Um die Jugendlichen in der Freiwilligen Feuerwehr Heudebar optimal auf Einsätze vorzubereiten, benötigt der Förderverein Atemschutzgeräte für Trainingszwecke. Wenn die finale Summe feststeht, dürfen alle ab September auf der Seite www.gemeinsam-für-Wernigerode abstimmen, wer die höchste Spende erhält. Also Daumen hoch! Jeder Like der neuen Facebook-Seite verwandelt sich in 1 Euro Spende. Diese Spendenaktion ist ein Auftakt im Jubiläumsjahr der Stadtwerke Wernigerode. Und Facebook bietet die Möglichkeit, sich noch stärker mit regionalen Vereinen, Institutionen und Kunden zu vernetzen. Regelmäßig werden auf www.facebook.com/Stadtwerke Wernigerode Beiträge rund um den Energieversorger sowie zu Ratgeberthemen, Gewinnspielen und Veranstaltungshinweisen veröffentlicht. Die Halberstädter Würstelwiesen wird verschoben. Die wichtigsten Infos zu den gekauften Tickets. Durch die anhaltend hohe Infektionsrate mit dem Covid-19-Virus hat die Bundesregierung beschlossen, dass bis Ende Oktober keine Großveranstaltungen ausgetragen werden dürfen. Somit fällt auch die Halberstädter Würstelwiesen aus. Diese sollte vom 9. bis 11. Oktober auf dem Domplatz stattfinden. Schweren Herzens haben sich die Veranstalter in Abstimmung mit der Stadt dazu entschieden, die Vorfreude noch bis in das nächste Jahr hinein zu verschieben. Okay, wir haben die Halberstädter Würstelwiesen leider verlegen müssen auf ein Jahr später und genau auf den 8. bis 10. Oktober 2021. Die Vorfreude der Halberstädter war so groß, dass beide Abendveranstaltungen nahezu ausverkauft waren. Jetzt bleibt natürlich die Frage, was aus den gekauften Tickets wird. Das Allerwichtigste ist, dass die Gäste die Karten dort zurückgeben können, wo sie sie gekauft haben, entweder bei der Touristinformation in Halberstadt oder bei uns direkt. Falls sie das wünschen, werden sie ihr Geld zurückbekommen, selbstverständlich in voller Höhe. Bei der Touristinformation dauert es, glaube ich, 14 Tage, bei uns maximal eine Woche, gibt es das Geld zurück. Wir machen den Käufern aber auch das Angebot, die Karten stehen zu lassen, das heißt, die Karten zu behalten. Sie behalten auch ihre Gültigkeit für das nächste Jahr. Wir werden keine neuen Karten drucken, also die Karten für Freitag für dieses Jahr gelten, für Freitag für das nächste Jahr und so für unser Land adäquat auch. Die Platzreservierungen bleiben, also die Tischreservierungen bleiben auch erhalten, wenn die Karten dort stehen bleiben. Wir werden das Geld, was im Topf bleibt, den Künstlern und den Dienstleistern, wie Zeltbauern, Bühnenbauern, Technikern, Gastronomen zur Verfügung stellen, einen großen Teil davon, dass die auch über die Runden kommen in dieser schweren Zeit für die. Die Künstler und die Agenturen haben im Augenblick null Einnahmen und es nützt uns nichts, nächstes Jahr ein Oktoberfest zu machen, wenn wir keine Künstler mehr haben. Deshalb wollen wir aus dem, was im Topf bleibt, die Künstler schon zum großen Teil bezahlen und auch denen helfen. Die Verlegung schmerzt bei sämtlichen beteiligten Dienstleistern sehr, doch die Gesundheit der Besucher hat am Ende oberste Priorität. Mit großer Freude können die Veranstalter aber vermelden, dass ausnahmslos alle Sponsoren an ihrem Engagement für das Halberstädter Oktoberfest festhalten und es auch für das kommende Jahr unterstützen.